die ihr uns jetzt liefert. Jetzt ist der Fahrbefehl erteilt. Sich aber damit trotzdem einen Gefallen getan, ist auf Platz 2 und erst einmal keine Crashes, keine Doppel in der Startphase. Ja, offensichtlich, ich habe sogar hier das Heckgrund da was vom Auto abfahren lassen, da ist ein ziemlich großer Brocken davon gerutscht. Oh, irgendwas Wasser läuft bei ihm aus, Water Issue. Ja, den ersten Teil weggeflogen in der Grundigkehre und danach gab es noch eine weitere Berührung für den Schweden. Der verliert da Boden und Boden. Jetzt Maxim Martin noch auf der Innenbahn durch. Ekström auf 6. Kommt rein in die Box damit. Ja. Da ist die Tafel umgesprungen vor Müller und die Rester, der hat auch Position verloren beim Start. Auer auf der 4, dann Martin unter Beck. Und Matthias Ekström tatsächlich in der Box. Also, das riecht mal ganz stark nach Nullwochenende für den Schweden. Ebenso kommt Augusto Farfus rein. Auch hier muss irgendwie ein Gehör hat. Ehrenführung vor Nico Müller und vor Lillester. Aber hier gibt es. Gestern wurde es ihnen verhakt, heute müssen sie es selber richten. Denn heute fahren nicht zwei von ihnen vorne weg, sondern rein sich auf Köln. Also der Feindsatz ist erhöht. Ja, diesmal ging es alle ordentlich ab in Kurve Nummer 1. Und da kommt die Meldung von der Rennleitung, die Nummer 100, Traditionsnummer von BMW, in dem Fall Martin Tomczyk, zum 100. Jubiläum der Marke. Der muss mit 34, also mit Esteban Ocon, die Plätze tauschen. Und das einfach aus dem Grund, weil er abgekürzt hat. Aber an der Spitze schaut es hervorragend aus, vor allem für Tomczyk. Die neueste schnellste Runde von Tom Blomqvist, 49,217, mit Sektor absolut besten alle drei Zeiten. Also, da kann ich sagen, quasi als Expressen auf dem Bildschirm, Tom Blomqvist ist der schnellste Mann. Aber wenn Sie 100 Wickets mit Bestzeit in Sektor 1, die Kanadier finden wir im Moment auf. Kommen Sie runter. Müller 1, Blomqvist 2. Genau der, wie noch vor der Safety-Car-Phase, aber das muss so bleiben. Hier hinten haben wir zum Beispiel Mike Hopps, weil er da bereits bei 7 schneller, aber Nico Müller fährt doch wirklich seinem allerersten DTM-Sieg entgegen. Der Schweizer vor seiner Premiere. Das ist
Wenn man das Ding vorher so angeboten hätte, die hätten sie unterschrieben. Jetzt hat er nichts unterschreiben, wir zum ersten Mal als Sieger Nico Müller, der dieses Rennen Nummer 8 in dieser Saison 2014 für die Entscheidung der Premierensieg für den Schweizer Vorkommen und entsprechend Dieter Lass und die Seinen. Freude taumelt am Kommandostand. Es hat am Ende alles gepasst für Nico Müller. Und auch von hier oben, von Olli und mir, kommen die herzlichen Gratulationen. Jetzt hören wir mal in die Reaktion des Schweizers hinein. Ja, da kommt gar keine. Was ist das für ein verrücktes Wochenende? Audi, hier wieder. Oh. So, jetzt kommt er auf Deutsch. Und jetzt, ja, den...